So. Packen wir hier noch einen Fernseher hin. Das haben wir schon lange nicht mehr hingesetzt. Hier gibt es Karotte und Kaffee. Dann machen wir hier eine kleine Klimaanlage hin. Und einen Mülleimer. Mülleimer. So. Haben wir noch irgendwas mit Spielspaß, Spannung? Schönen hässlichen Teppich. Eine Uhr passt immer hin. So. Können wir eben gucken. Haben wir noch irgendwas Kleines? Sehr schön. Ja, ist 1. Januar. Ich weiß, ich muss speichern. Dringend speichern. Es gibt nichts Wichtigeres als das, was jetzt kommt. Das ist so wichtig. Ich spiele das Spiel, glaube ich, schon zu lange. Oder? Aber wir haben noch ein paar. So macht es ja auch Spaß. Aber das sind halt sowas hier jetzt mal. Also, ich bin wieder so ein Punkt, weißt du, da ist gerade ein bisschen nervig hier alles. Weil du nichts in den Griff kriegst. Weil, guck dir das mal an hier. Jetzt habe ich drei Scanner. Und das nächste irgendwas Unwetter. Ich finde das einfach übertrieben. Das macht. Ein bisschen weniger wäre ja nicht schlecht, finde ich. Ein bisschen weniger. Ich sage ja nicht, es soll nicht da sein, aber ein bisschen weniger. Jumbo McNally zu verdanken. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Weil ich auch nicht weiß, warum das in so einer Häufigkeit sein muss. Was wollen sie mir damit mitteilen? Du brauchst mehr Mitarbeiter oder. Ne, verstehst du? Wo ist denn die Kiste? Da ist sie. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier passt nicht mehr viel hin. Kann das sein? Doch, so geht's noch. Alles klar. Und wer sich jetzt denkt, so, Fussel, daneben ist ein Raum. Ja, der kommt aber weg. Hatte ich nicht eigentlich hier diese Tür angeklickt? Ich wollte ja auch wissen, welche Stufe der hat, ne, der Raum. So. Alles klar, dann haben wir den. Und dann nehmen wir einfach den, kopieren. So, dann haben wir nämlich noch einen Allgemeinmediziner mehr. Da ist ein Mülleimer, dann lass uns mal da auch noch einen Mülleimer hinsetzen. Und auf die Gegenseite machen wir dann. Gegenseite? Einmal den und einmal. Oder nehmen wir den? So, dann haben wir das. Dann können die hier in den Müll reinschmeißen. Dann brauchen wir Sitzgelegenheiten. Hier ist ja Diagnose. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wa? Passt hier eine Bank hin? Nein. Achtung, das Wasser lassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus.
Was? Warum nicht? Fuzzy? Pinke sind falsch. Denn vom Farbkonzept sind die falsch. Das ist ja Diagnostik hier, nicht Behandlung. Ne? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So. Also Sitzgelegenheiten haben wir schon mal wieder. Dann können wir mal gucken, was können wir denn noch da reinbauen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Unterhaltung hier. Ein Blömmchen. So. Charlatan Fish Rapper Stories im Two Point Squabbler oder im Two Point Squabbler Online und erleben Sie die Welt aus der Perspektive von menschlichen Wesen wie Ihnen. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two Point. Mhm. Passt hier nicht eine Sonnenblume hin? Komm, die drehen wir noch ein bisschen bei. Alles klar. So, und die nächste Erdbebenwarnung. Läuft ja super hier. Ist ja jetzt auch nicht so, als wenn ich hier mich ewig lange mit sowas beschäftigen würde, ne? Das geht ja mit dem Flur hier relativ schnell. Und wir haben schon wieder die nächste Erdbebengeschichte. Na gut, dann bauen wir aus Frust hier einfach mal so eine Kaktusse hin. Hier kann noch eine Schlange hin. Vielleicht haben wir ja hier noch ein bisschen Platz. Sehr gut. Ich habe Kaktusse gehört. Bist du wieder am Ragen? Nein, ich sag immer Kaktusse. Weil das, sind wir mal realistisch, ist... ne? Der absolute Plural. Oder so. Instandhaltung des Auflösungslabors erforderlich. Weil es gibt ja so Menschen, die können kein Deutsch, die würden dann Kaktee sagen. Das ist natürlich absoluter Bullshit, ne? Niemand sagt Kaktee, ne? Kaktee, sondern es ist eine Kaktusse. Ne? Sollte aber allgemein bekannt sein. Bin mir da felsenfest sicher, dass ich da absolut richtig liege. Es sollte nicht brennen. Ja, dann lass es doch brennen. Passt hier vielleicht noch ein Kaugummi-Automat? Hier passt gar nichts rein, ne? Schade. Sieht so leer aus. Komm, dann hängen wir wenigstens sowas hier hin. So. Sieht doch gar nicht so gut aus hier, ne? Kann man doch jetzt nicht meckern. So, was brennt denn mal wieder? Hm? Ja, ja, ich würde es auch gerne updaten, aber was brennt denn jetzt hier genau? Spritzmeister nicht. Komm, den kannst du mal updaten. Den kannst du mit Sicherheit auch updaten, aber... Den kannst du auch updaten. Ist nur so viel abzudaten. Gut, bei so vielen Maschinen hätte ich vielleicht einen mehr einstellen. Ja, manchmal sind es auch Kaktussen. Ja, ne? Kaktusse. Genau. Nein, nein, das passt schon. Also das ist ja auch immer so ein bisschen Lernen hier, ne? Lernen mit Fussel. Andere sagen auch Lernen durch Schmerz, aber, ne? Und ich werde euch schon gepflegtes Deutsch, also ne, wer es noch nicht kennt, sagen wir es so. Wer das natürlich schon kennt, dem brauche ich ja nichts mehr beibringen. Aber dann, hier kann man auch Deutsch lernen. Und es heißt Kaktusse.
Hier brennt's. Dabei habe ich den erst letztens noch händisch repariert, ne? Für gewöhnlich bewerte ich keine Supermärkte. Aber da ich vor ein paar Tagen gezwungen war, den Crumley Megamarkt unten in Duckworth Appenbilsch aufzusuchen, habe ich keine andere Wahl. Nie zuvor habe ich so minderwertige Produkte gesehen. Wenn Sie nach Lebensmitteln suchen, sollten Sie stattdessen lieber in einer Jauchegrube angeln. Um jeden Preis. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, warum ich den Brand nicht löschen kann. Ich finde das seltsam, warum ich da keinen hinsetzen kann, dass der einen Brand löscht. Hier sind die Feuerlöscher, du musst dir nur eingreifen. Jetzt sag nicht, du musst noch aufs Klo. Jetzt löscht das blöde Feuer und dann kannst du kacken gehen. Ich stelle mal sicherheitshalber wieder einen Lawyer Fischer hin, ne? So. Jetzt habe ich nur diesen Gang eingerichtet, ne? Und hier brennt schon wieder die Luft. 10 Beförderungen. Mein Gott. Ich will halt eigentlich auch nicht immer Pause machen, sonst kommen wir ja auch nicht vom Fleck, ne? So. Personalherausforderung. Heile 40 Patienten. Das könnten wir theoretisch schaffen. Wir befördern mal eben alle durch. Sondermeldung. 5 von 6 Patienten geheilt, habe ich doch gesagt. Und dann jagen wir noch mal ein bisschen Personal in die Ausbildung. Wo fangen wir denn an? Hausmeister, oder? Und du kriegst jetzt deinen Mechaniker 5. Zack. Ihr kriegt Instandhaltung 3. Da haben wir ja mehr als genug Leute. Assistenten. Kundenbetreuung 4. Wen haben wir denn noch hier? Ärzte. Was können denn die Ärzte? Allgemeinmedizin. Genau. So, dann kriegt ihr noch einen allgemeinmedizinischen Kurs. Hier ist noch ein Psychologe. Zack, dann kriegt die Hortensienmeier Mayonnaise, die da kündigen wollte. Kriegt dann auch gleich was. So, hier läuft. Viel zu groß, weil viel zu wenig Leute. Hier ist wenigstens sauber. Mal keiner, der auf den Boden gekackt hat. Das ist ja auch schon mal ein sehr großer Erfolg. Ich sehe gerade mal keinen überlasteten OP. Selbst die Scanner sind gerade nicht überlastet. Hier fehlt ein Arzt, deswegen will ich gar nicht wissen, was hier los ist. Die Allgemeinmediziner, da müssten wir noch ein bisschen was machen. Radio Two Point. Wenn Ihnen diese bezaubernde Melodie gefallen hat, könnten Sie als kleinen Dank der Bürgermeisterin schreiben und mich bei Folgendem unterstützen. Meiner Meinung nach hat Two Point County viel zu viele Einwohner. Bitte unterstützen Sie mich daher bei meiner Forderung, die Grenzen umgehend zu schließen. Falls Sie sich noch nicht dazu durchringen können, wird Sie der nächste Song hoffentlich umstimmen. Das hoffe ich auch, weil ihr habt gesehen, schon wieder ein Angriff. Ja, jetzt war es ein Hitzestrahl. Ich weiß nicht, ob das nicht doch ein bisschen, aber wirklich ein bisschen übertrieben ist. Ich finde es reichlich nervig, weil du kannst ja hier kaum noch jemanden ausbilden, weil von deinen Mechanikern, weil du ja ständig nur noch durchgehen müsstest zum Reparieren. So, und jetzt sag mir mal ganz ernsthaft, warum ist das Ding jetzt explodiert? Kann mir das mal irgendeiner erklären, warum... Ach, das ist doch scheiße, ehrlich.
Bis du das Feuer gelöscht hast, ist schon der nächste Sturm da und schon brennt dir die Hütte weg. Ich verstehe das ehrlich nicht. Ja, es wäre auch schön, wenn du das mal früher anmerken würdest. Vor allem, wenn das Ding schon gelöscht ist. Schlimm sowas. Überlegen wir, wie viele Geräte wir noch upgraden können. Ey, das ist ja Wahnsinn ist das. Ihr seid jetzt hier, ihr seid, ne? Ihr seid auf Stand, ja. Wir haben sie. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. An Ihrem Engagement habe ich nichts auszusetzen. Sie haben die Sache bis zum bitteren Ende durchgezogen. Pebbly verfügt nun nicht nur über beeindruckende Sandburgen und sanft plätschernde Wellen, sondern auch über eine erstklassige Gesundheitseinrichtung. Wie schön. Ich hoffe doch, dass Ihre Tortur damit ein Ende hat. Ja, das hoffe ich persönlich auch. So. Gesichter-Prototyp. Oh oh. Tja, haben wir es geschafft, wa? Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Du stehst direkt neben der Klimaanlage und dir ist heiß. Mhm. Naja, wenn du das sagst. Und wieder speichern. Eines Tages bin ich versehentlich in eines dieser Zentren der Orbi-Stiftung hineingestolpert. Sie versuchten, mich einem IQ-Test zu unterziehen. Als ob man den gewaltigen Verstand von Sir Nigel Bickleworth bemessen könnte. Ha! Seien Sie auf der Hut, verehrte Hörerinnen und Hörer, damit Ihnen dasselbe Schicksal erspart bleibt. Ja, du könntest auch mal eine Ausbildung bekommen. Und wer bist du? Apple Eye? Nee, komm, nicht übertreiben hier. So. Ihr kriegt nämlich jetzt die Mechaniker-Ausbildung. Das heißt, mir reicht es langsam, dass es so langsam geht. Wir machen mal eben die Mechaniker. Wo sind wir denn? 3 Stunden 21? Also wir haben hier noch... Was können wir noch irgendwas kaufen? Das war's, ne? Mehr können wir, glaube ich, nicht kaufen. Gibt's da eine Übersichtskarte? Ich habe bis heute keine gefunden. Also Platz haben wir noch ein bisschen. Daran soll es nicht scheitern. Aber hier scheint nichts mehr käuflich erwerbbar zu sein. Das ist alles, ne? Hier hinten wird's trüb. Weiterbildung abgeschlossen. Sehr gut. Ja, das war das. Sehr gut. Haben wir wieder schön eng gebaut hier. Hier haben wir geschafft. Dab, dab, dab. Den würde ich mir gerne nochmal angucken, den Promi-Patient. Aber dafür müsste hier mal ein bisschen was laufen. So, Personal. Dann lass uns mal weitermachen. Dann kriegt hier doch einer... Nee, du kannst nicht. Aber du kriegst eine Ausbildung, ne? Mechaniker 3. So, ihr seid Mechaniker 4. Ah,
Assistent 4.